Der wird eh nicht kommen, Wallah, der wird nicht kommen. Und das ist richtig ekelhaft. Ich sag euch jetzt was. Er schickt mir einen Standort und sagt, in diesem Moment etwas Kampf erklären. Und ich komme, er kommt nicht raus. Guck mal, du warst doch da bereit, Straße zu machen. Warum jetzt nicht? Auf wen verlässt du dich? Ich verstehe das nicht. Warum jetzt nicht? Du wolltest doch gestern noch, hast doch ja auch gesagt, ja. Du hast doch auch ja gesagt. Du sagst zu mir, ich habe gesagt, ja, aber du hast doch auch ja gesagt. Und kamst doch nicht raus. Weißt du, was ich meine? Wallah, ich komme mir vor wie ein Chojuch am Nachkommen. Also kämpfen die nicht, oder? Ich hab dir ein Diss gegönnt, eine Zeile. Du willst daraus Saat 1 Run-Event machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich beleidigt habe. Das hat nichts damit zu tun in deiner Welt, ne? Das hat nichts damit zu tun. Digga, ich bin sogar zu dir gestern vor deine Füße gekommen. Und du antwortest nicht mal, wenn ich dich schreibe. Du antwortest nicht, weil du hast Angst hier. Ich weiß nicht, warum du Angst hast, keine Ahnung. Warum, keine Ahnung. Hier kann keiner dir was. Guck. Hier, Basketballplatz, Wallah, zu. Hier, guck, ganz schnell. Guck. Seth Schuki. Guck. Dankeschön für dein Prime, erster Monat. Wer meint er? Der will sich mit Leon Mascher hauen. Wo sind die Mods? Ist kein Mod da? Das ist ein Kinderspiel geworden. Alles für Klicks? Das ist ein Kinderspiel geworden. Ja, natürlich. Tamam, Mike Tyson, tamam. Okay, du bist Mike Tyson. Komm mal, kämpf mal gegen Kimbo Slice hier aber. Komm mal her. Ihr seid 10 MMA-Fighter lang. Ihr seid 10 Stück. 10 Stück. Hast du auch nicht gepostet, ein of Dings. Dicker. Janer, ich küsse dein Herz. Bruder, ich bin da, dünn Honor gibt dem, ich bin da hingegangen, er kommt doch nicht raus. Was soll ich denn machen, Bruder? Soll ich in diese Laden reinrennen? Soll ich reinrennen und Massaker machen und sagen, Heirdir, Bruder. Alle, Walla, wie viele Leute ohne Subs hier sind, Digga. Da oben sitzt mein Sniper, der wartet, der zielt gerade. Weißt du, was ich meine? Gestern warst du bereit, das angeblich auf der Straße zu klären. Angeblich, gestern. Oder nicht, du hast mir doch einen Standort geschickt, ich bin doch da hingekommen. Oder? Stimmt doch. Stimmt. Und wenn ich dir heute schicke, warum kommst du nicht? Warum kommst du nicht? Das check ich nicht. Das check ich nicht. Junge, soll man jetzt kämpfen, nicht, Walla. Wenn ich dir sage, ich schicke dir einen Standort. Dicker, du bist komplett hinter Prestige. Ich mach jetzt nicht. Komplett. Und sag, in diesem Moment. Ich bin hier auf jeden Fall. Wallah. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Ich hab keinen Bock mehr. Nerven sind hier am Ende. Wallah, Digga. So. Alter, eine Schnauze, Lana. Sehr interessant. Digga. Swiped auf jeden Fall, Leute. Ich bleib jetzt ein bisschen hier. Ich geh jetzt auch Baklava holen. Wallah, ich hol die Baklava, Bach. Ich komm nicht zu deinen Füßen. Ich komm nicht. Walla. Boah, warum kämpfen die nicht einfach? Walla. 2500 Kilometer geflogen, Digga. 10 Kilometer tun dir nicht weg. Ich bezahle dein Taxi, Walla. Nimm doch deine Freunde mit. Du bist doch auch nicht alleine. Ihr seid doch 10 Fighter. Weißt du, was ich meine? Das check ich nicht. Ich bin doch auch gestern gekommen. Du hast doch gesagt, tamam, komm. Du hast doch gestern gesagt, tamam. Komm. Und ich bin da hingegangen und du bist doch nicht aus dem Laden gekommen. Und wenn ich dir heute sage, tamam, okay, komm du, kommst du nicht. Nudelbuck, siehst du hier einen Kampf? Siehst du einen Mach Kampf? Mach schnell deine Storys und bist weg. Du bist so einer. Du machst schnell deine Storys und bist weg. Du machst deine Storys und bist... Was für Abknallen, Dicker, das... Was für Abknallen, ich küsse eure Augen. Was für Abknallen, Dicker. Keine Waffe, nix. Komplett clean. Ich bin clean. Ich bin clean, Digga. Sammy ignoriert. Ich ignoriere nichts. Ich mach so. Was soll ich dir sagen? Die Leute wollen reden. Die Leute wollen Sat 1 Runboxen machen. Wallah. Aiden Timeout, Motto Fame. Nur weil deine Mutter 880 Likes auf ihr Instagram-Profil hat, ist sie auch nicht fame. Ich warte und warte. So.
Walla, ich rechne für dich eine Stunde Weg, falls du jetzt auf einmal Ja sagst, weil gestern hast du auch Ja gesagt. Du hast gestern auch Ja gesagt. Psycom, Google Chrome. Nicht Psycom, Bruder, bei uns Sumo Aika. Psycom ist die Fälschung von Sumo Aika. Digga, dann komm ich, dann kommst du nicht raus. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Walla, was soll ich dir sagen? Keiner sticht dich, keiner schießt auf dich. Ja, ja, FFM cringe sowieso. Da ist kein Sniper auf. Ich will nur jetzt hier gucken, was da passiert, Bruder. Warum kämpfen die nicht einfach? Nein, Mensch, Kinder laufen rum, Lan. Komm doch einfach her, mach doch nicht Prestige. Ich hab dich doch beleidigt, das ist doch dein Stolz, oder nicht? Oder Erich, mich will zu YouTube. Leute schreiben, spammt ABK. Ich check das nicht. Wo wart ihr gestern? Wo wart ihr gestern? Jan, wenn du nicht dein Prestige willst und es geht dir darum, dass ich bleibe. Alter, ich verstehe diese Leute nicht. Ich schwöre auf meine Mutter. Die tun so, als ob ich Ding so jetzt lügen würde. So, ABK, so heute war die. Bruder. Ich verstehe nicht mehr. Abstand. Wenn ihr gestern nicht im Stream wart und von nichts eine Ahnung habt, dann schreibt nichts. Dann komme ich wieder live. Bis gleich. Leon ist live auf YouTube, wir gucken jetzt. Ich will eh diese Sache erstmal abchecken, was da überhaupt abgeht. Wo ist der live? Yo, was geht ab, Leute? Ich bin's. Der ist auch gar nicht live. Der ist doch gar nicht live. Hey, Jungs! Auf geht's. Traktor! Nee, der ist nicht live. Nicht auf Insta, nicht auf YouTube. Hey! Schick mir den Link, wo er live ist. Der ist nicht live. Der ist nicht. Bruder, wo ist der live? Hier, zeig mir, wo er live ist. Entweder der hat ein bisschen Verspätung oder er ist nicht live. Ist Jiggy live? Jiggy war gerade live, aber der ist jetzt auch nicht mehr live. Der ist gerade offline gekommen. Wir haben uns das gerade angeguckt, wie er live war. Er kommt eh nicht, Bruder, der Jiggy. Ah, vergessen, sorry, Chat. Tut mir leid. Voll komisch, so ohne Musik, man redet die ganze Zeit, ne? Was wollen wir? Bayrağı çekelim arkadaşlar, çok bayrağı da çekelim. Könnt ihr hinten ein bisschen Beatbox machen? Evet, hadi köredeyiz, bekliyoruz. Heyecan var. Efendim abi? Der Leon denkt sich, wer ist Bruder? Ich hab gesagt, ganz fair im Boxring. Also einfach ganz fair im Boxring. Türkiye! Nur Türkiye! Türken machen das Unmögliche immer möglich! Wir wollen einfach umbringen! Aber dann! Wisst ihr, was dann passiert, Jungs? Wisst ihr, was dann passiert? Wir haben gewonnen! Öffentlich. Also es könnte sogar sein, dass ich kassiere. Also ich kann es in Kauf nehmen, dass mir irgendwas passiert im Hinterhalt. Du hast selber gesagt, komm her. Jetzt bin ich hier, Digga, und es passiert nichts. Also so langsam frage ich mich echt, Digga, wo du bleibst. Aber ich werde mir schon nicht mehr.
Wollt ihr noch lauter? Reicht doch, oder? Schon. Ich muss warten, Digga. Aber ich muss mal so sagen, innerhalb von 8 Tagen, ich weiß jetzt nicht, wann die Ansage hin und her kam, aber innerhalb von 8 Tagen habe ich mich wirklich gut vorbereitet. Senat hat mich super trainiert, Ismail Özen hat mich super trainiert, das ganze Team, Arthur, die ganzen Jungs, Robert, Carlos. Wo ist der Larue-Armee, Alter? Digga, ich habe einfach in 8 Tagen Gas gegeben. Weil ich dachte, Digga, der Boxkampf findet statt, aber... Also, es wird wahrscheinlich auch auf YouTube kommen, meine Reaction zu Leon Mascher vs. Jigsaw, weil ich jeden Clickbait jage. Mit Willen, das kommt auf meinen Kanal. El Mohem. Bruder, ich kenne den Jigsaw und ich feiere den Jigsaw. Wallah, ich mag ihn. Wallah. Und ich weiß, wenn der Jigsaw da hingeht, der haut ihm die Birne ein. Das Problem ist, der Jigsaw ist mit seinem Ego gerade im Konflikt. Der denkt sich, alle dieser Leon, der will einfach da draußen Profit schlagen. Der will nicht einfach, hey, was geht ab? Komm, wir hauen uns. Nein, der will, guck mal meinen blauen Fleck unter meinem Auge. Lass mir gerne Donation da. Das, verstehst du? Und das sind so zwei Welten, die passen nicht so. Warte, ich mach kurz Jigsaw Live noch daneben. Kannst du ja mal kurz rüberfinden, Digga, ob da jemand steht. Ich weiß nicht. Boah, wir sind heute hier in der Zentrale. Gewalt noch, weiß einer, wie spät das ist? Wie spät? Das ist jetzt. Genau, 20:15. 20:15? Also schon 15 Minuten nach der Zeit? Ja, das ist normal. Lächerlich. Zu laut ist das. Ich bin immer noch hier. Wallah. Alone. Ich geh gleich. Apo hat gerade kommentiert, erst sagst du Ding und dann sagst du Ding und geh hin so mäßig. Walla, ab jetzt das ganze Land. Ring aber UFC-Style, yalla. Geh zu Leon. Apo Red, DGR sagt Ring, du sagst Street, ihr müsst einen Kompromiss finden. Guck mal, Bruder. Apo, Bruder. Guck mal, Apo. Er will Ring, sagst du. Ja. Aber. Geil, Hektik, Hektik, Jo. Jan, er hat mir doch einen Standort geschickt, dass ich da hinkomme. Jan, er hat doch gesagt, Hammam Street. Oder was war das? War das ein Hinterhalt auf mich? Oder wollte er Kaffee trinken mit mir oder wollte er mit mir reden? Jan, sucht euch aus. Was wollt ihr? Wollt ihr mit mir da drin reden, indem er sagt, ich komme nicht raus, komm rein? Ich bin wirklich in die Türkei. Von welcher Familie bist du? Ich hab das Risiko in Kauf genommen, muss ich wirklich nochmal sagen. Mir kann hinterher was passieren, Leute haben mir geschrieben, Leon. Ich bin hier alleine, Dicker. Ah, du musst mal. Weißt du, was ich meine? Ja, du sagst Kompromiss finden. Ja, ja, ja. Dicker. Ja, ja, ja. Dicker, ich muss sagen. Auf jeden Fall hat er mir gestern einen Standort geschickt. Ich wollte das doch auch so klären. Ich kann es nicht oft wiederholen. Er wollte es auch so klären. Ja, ne, außerhalb vom Ring. Oder war das ein... Was du rappst, mein Lieber. Weil 70 Leute willst du dissen, hast du gesagt. Und das hapert schon bei einem YouTuber. Digga, ich hab dich nicht einmal beleidigt. Gar nichts. Ich stehe hier voll locker, Digga. Muss sagen, vielleicht leicht aufgeregt. Ich bin nach anderen Land. Leicht aufgeregt, muss ich wirklich sagen, ein bisschen. Aber ich zieh durch. Drauf geschissen. Durchziehen. Mann, still. Einzelkampf. Einzelkampf. Ich bin hier zum Boxen, oder nicht zum Ding. Ich komme gleich. Einzelkampf. Und vor allen Dingen, ich hab ihn den Standort geschickt, ich hab ihm gesagt, hierher. Weil ich hab gemerkt, wenn du den schreibst, dann macht er wieder Politik, dann sagt er, oh, ich bin doch da, dann versteckt er sich irgendwo und dann baum, dann ist er irgendwie ganz kurz, macht er ein Video und dann ist er wieder weg. Digga, ich bin hier. Ich hab dir den Standort geschickt. Ich hab's gepostet. Ich bin hier. Ich warte auf dich. Vor allen Dingen, das wollte ich gerade sagen. Immer kommen irgendwelche Ausreden. Deswegen wollte ich heute gar nicht großartig mit denen kommunizieren. Deswegen habe ich gesagt, Digga, hier Standort. Komm her und dann kannst du kommen. Aber, Digga. Ist nicht. Anscheinend ist es immer nur dieses Gelaber, Digga. Weißt du, wie ich mach? Vielleicht kommt er. Er muss beim Mann spielen. Vielleicht kommt er. Komm. Er muss beim Mann spielen. Vielleicht kommt er doch, Digga. Ich weiß nicht. Ey, was machen wir jetzt, Digga? Ich hab den Standort
Ich hab das auch gepostet. Aber vielleicht. Falls er sagt, yo, du hast mir keinen Standort geschickt, hab ich's nur mal gepostet. Da ist es. Einzigster Grund könnte noch sein. Aber er hat ja auch gesagt, Digga, ich komme nicht aus der Türkei. Er hat das auch gesagt. Einzigster Grund könnte auch sein wegen Corona, weil zu viele Leute sind, er will sich darstellen mit Corona. Ja, vielleicht kann er. Oh mein Gott! Zu viele Leute, Digga, nein, 2 Meter Abstand und. Oh mein Gott, Digga! Ah, look, was sagt der denn jetzt? Hey, Fighter, die sollen die Tür sichern, dass keiner Filme macht. Die sollen diese Tür sichern. Ich gehe gleich wieder live. Ich warte. Ich bleib diesmal eine Stunde hier, anderthalb Stunden hier. Ich wollte ja auch letztens anderthalb Stunden bleiben, aber dann hat er mir einen Standort geschickt. Dann bin ich da hingefahren. Er ist nicht rausgekommen, sieht man in seinem Live. Er ist vom Laden. So, weißt du, ich bin hier, ich warte, wenn du das... Schwierig, Bruder, das ist schwierig, Bruder. Okay, Jigsaw wird dann wahrscheinlich gleich wieder live kommen. Nee, Mann, Digga, das Risiko ist zu hoch, Corona zu machen. Das ist sehr heikel. Ja, aber trotzdem muss man das Thema auch irgendwo respektieren. Aber ich sage, kann sein, dass er das sagt, Digga. Kann sein. Aber weißt du was, Digga? Ich glaube. Ladies and Gentlemen, der Gewinner dieses Kampfes ist Leon Machère. Leon! Ah, hallo, Walla Grinch! Habt ihr das gesehen mit der Hand? Max Kasanane, Leon Machère. Bravo! Danke, Bruder, für das Training. Wie gesagt, danke nochmal an das ganze Team. Universum Boxen. LBG Army! Danke an Ismail Özel. Danke einfach für das super Training, für die super Vorbereitung. An die ganzen Jungs, an das ganze Team. Vielen, vielen Dank vom Herzen. Ja. Ich bin dann erstmal mal raus und würde sagen, ihr wisst Bescheid, Digga, da gibt es auch nichts mehr zu diskutieren. Ich bin hier, wenn du selber dein Wort nicht hältst, Digga, bringt es das Ganze nicht. Weißt du, wie ich meine? Du disst Leute, Digga, so viele, Frauen, Männer. Keine Ahnung, was du da alles sagst, aber Digga, bring dir sein Wort. Wieso machst du das dann? Wieso disst du Leute? Wenn du sagst, okay, das ist mein Hobby, ich bin Rapper, so, ich bin Rapper oder Popkünstler oder weiß jetzt nicht was, ne? Dann ist es okay, dann ist es so mäßig. Dann, wenn du das zugibst und sagst, egal, ich bin nicht real in dem, was ich sage, dass es dann auch stimmt, sondern das ist eher so sportlich, weißt du, das ist ich mach's auch Spaß. Aber so wie er es verkauft, ist es. Okay. Was sagt der? Bitte komm! Komm hin! Ihr seid 10 MMA-Fighter! Du hast mir gestern deinen Standort geschickt, ich bin da hingekommen, du bist nicht rausgekommen! Du hast dich in einem Restaurant versteckt! Komm hier hin! Komm! Was sagt ihr denn, Chat? Mich interessiert echt, was ihr sagt. Wer hat jetzt recht und wer hat jetzt nicht recht? Okay, guck mal, Dicker. Seit Tagen beleidigen Schul auf Straße. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt auch zu Ende. Ja. Wer hat jetzt gewonnen, Digga? Was heißt gewonnen, Digga? Der hat mir nicht gekämpft, aber... Wer hat sich jetzt blamiert, so? Ich sag euch ehrlich, wer hat sich jetzt... Weil, Walla, jemand hat sich böse blamiert. Walla, ich sag euch ehrlich, Bruder. Ich weiß, was Jiggy denkt und ich weiß, was Leon denkt. Safe. Leon fährt dahin. Er sagt, komm, wir gehen rein, Ring. Jiggy sagt, ja, egal wie, wo, was, komm, egal wie, yeah. Dann ist Leon Ring und Jiggy ist weg. Und Jiggy denkt sich, alle Bruder, Walla, ich will gegen den kämpfen, der will einfach Run-Event machen, 16 Kameras. Der will einfach 12 Mille auf meinen Nacken mit einem Livestream machen. Der will einfach, Junge, komm, kämpfen ohne diese ganze Celebrity-Kacke. Es ist jetzt schwer, Digga. Es ist jetzt heikel, wir warten jetzt, wir gucken noch, wenn Jiggy noch mal online kommt, wir gucken. Aber ich wusste es, Cousin. Ich wusste es. Oh, er ist wieder live.
Okay, wir schauen rein, wir gucken. Ich muss meine Kamera sauber machen. Kommen ein paar Leute rein. Soll ich ihn schreiben? Komm, soll ich reinschreiben? Ich fühle mich wie RTL gerade. Was soll ich schreiben? Geh hin. Ah, le Cam. Vergessen. Geh hin, Cousin. Der hat zwei linke Hände. Warum hängt es jetzt? Ich muss meine Kamera sauber machen. Cam, passt doch jetzt. Komm mal ein paar Leute rein. Komm mal ein paar Leute rein. Ich fühle mich wie RTL gerade. Bruder, warum geht's nicht? Es hängt. Der bekommt Anrufe die ganze Zeit. Ah, okay. Darum hängt es. Der bekommt Anrufe. Okay, okay, verstanden, verstanden. Der bekommt er live Video beendet. Der bekommt Anrufe die ganze Zeit. Okay, 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 okay. Dieser kleine Bastard, Wallah. Kommt mal alle, kommt mal, kommt mal, kommt mal, kommt mal, kommt, 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 kommt. Na, Tele-exklusiv. Ich krieg die ganze Zeit einen Anruf von anonym. Ich krieg anonym Anruf, wenn ich live bin. Ich krieg einen Anruf, wenn ich anonym bin. Ach, ich krieg einen Anruf, wenn ich live bin. Vom anonym. Damit das kaputt geht, mein Live. Und am Telefon redet irgendeiner, den ich nicht kenne, und sagt, ey, ich mag dich eigentlich. Wir haben eigentlich gleiche Freunde. Ich sag, was für Freunde? Ich habe keine Freunde, sag ich ihm. Memo, nein, was für Drohanruf. Die machen abgewichst, Bruder. Die wollen nicht, dass ich live gehe. Apo Red, guck mal, macht lieber einen MMA-Kampf im Ring. Guck mal, jetzt sage ich euch noch einmal für alle. Guck mal, Leute, guck mal. Ich will keinen Sport. Wenn du kommst, vielleicht ich gehe mit Machete auf dich. Vielleicht ich gehe mit Baseballschläger auf dich. Lass deine Schiedsrichter. Lass deinen Sport. Das ist kein Sport. Das ist kein Sport. Wenn wir uns sehen, einer stirbt vielleicht. Komm hin. Komm hin. Und dieser anonyme Anrufer, der mich die ganze Zeit anruft, du Hundesohn. Ruf doch jetzt an. Ruf doch jetzt an, geht nicht mehr, ne? Och. Ja, ne, soll mir einer sagen, einer hat meine türkische Nummer und will versuchen, mein Live zu stören und das ist irgendeiner. Soll mir einer erklären, das ist irgendeiner. Dicker, das ist kein Sport. Es gibt kein Sport. Es gibt keinen Ringrichter, es gibt nichts. Das ist kein Sport. Wenn du kommst, ich gehe vielleicht mit Machete in dein Gehirn rein. Wenn du kommst, ich bring dich vielleicht um. Das ist kein Sport. Oh mein. Dicker, das ist kein Sport. Yeah, ich geh nicht in deinen Bodenzug. Du bist krass. Wallah, du bist heftig. Du bist Ring. Du hast gewonnen, Ring. Hier, gib mir irgendwas Weißes. Wallah, tamam. 1-0, Ring. Komm jetzt her. Wenn du Eier hast, komm jetzt her. Tamam, du hast Ring. Tamam, okay, cool. Krass. Mike Tyson. Woo. Pervers. Rocket, Mocket. Ja, Wallah. Aber komm doch jetzt her. Du hast mir doch gestern auch einen Standort geschickt. Hä? Das ist kein Sport. Das wird kein Sport. Das ist nicht deine YouTube-Welt. Was du... Ich auf Video machst und dann ein Content daraus machst. Das ist nicht YouTube. Ich sag euch ehrlich, weißt du, warum ich das verstehe? Weil das Problem ist, der Leon will so eine Drama-Event daraus machen, so, verstehst du? Opfer. Du Opfer, du hast mir gestern einen Standort geschickt. Ich bin da hingekommen. Ich war doch da. Man sieht in deinem Live, du gehst von diesem Laden nicht raus. Du gehst doch nicht raus. Komm hier hin, es gibt keinen Sport. Das ist kein Sport mehr. Wallah, das ist kein Sport mehr. Das ist kein Sport mehr. Und dein Kollege, der mich die ganze Zeit anruft, Respekt, dass ihr meine Nummer irgendwie geklärt habt. Ich gehe jetzt gleich zu Tüncel Enderti, der mich anruft, wenn ich live bin. Ihr wollt nicht mal, dass ich live gehe, Lan? Du kleiner... Dicker, das ist kein Sport. Das wird kein Sport mehr. Wallah, ab jetzt ist das kein Sport mehr. Ab jetzt nehme ich das sogar noch persönlicher. Das ist kein Sport mehr. Komm und guck, ob ich Machete ziehe oder Knarre ziehe. Komm, komm und guck. Ihr seid 10 MMA-Fighter, 10 Stück. 10 Stück von euch. Ihr seid 10 Leute, Lan.
und du traust dich nicht hier hinzukommen. Du traust dich nicht raus aus diesem Restaurant zu kommen. Ihr seid 10 Leute, 10 Stück. Und du traust dich nicht da rauszukommen, während ich alleine bin, Lam. Alleine, Mokro. Lam. De la vie. Komm mal und guck mal, ob ich eine Knarre habe. Komm. Komm. Komm einfach. Walla, komm. Das ist kein Sport mehr ab jetzt. Das ist kein Sport. Mach dich nicht lächerlich mit deinem Schiedsrichter, mit deinem YouTube, mit deinem Ich geh live. Mach dich nicht lächerlich. Komm her. Komm. Es geht um deinen Stolz. Du hast mir gestern einen Standort geschickt, weil es um deinen Stolz ging. Hast du nicht gesagt? Ich bin gekommen, du bist im Restaurant am Nakodum. Kommst nicht raus. Kommst nicht raus. Komm. Machst noch live und so dumm, Walla, so ein dummer Mensch. Du gehst noch live. Du gehst noch live und sagst, ich bin da, wo du bist. Und zeigst noch den Laden, dass du vom Laden bist. Du bist auf der Terrasse, Dicker. Ja, ne. Dicker, das ist nicht YouTube. Das ist kein Sport. Das ist kein Video. Komm hier hin. Komm und ich geh in dein Fleisch rein. Komm her. Walla, komm her. Ihr seid 10 Leute. Ich bitte euch, Mann. Ihr seid 10 Leute. 10 Stück seid ihr. Lass es 6 sein. Alle Fighter von euch, MMA, UFC, ihr seid 10 Leute am Nakoyim. Dann willst du mir sagen, du traust dich nicht aus deinem Restaurant. Ja, man muss ihn lassen, er ist alleine, Bruder. Und sagst mir, komm rein. Janne, was soll ich mit dir da drin? Sollen wir Kaffee trinken? Sollen wir das klären? Was willst du? Und er hat es wieder geschafft. Ich drücke auf Ablehnen auf alles. Er ruft mich wieder an, dieser Anonym. Alter, der kriegt wieder Anrufe. Leute, er ruft wieder an. Ich fick. Er ruft wieder an. Ach du Scheiße, Bruder. Was geht da ab, Bruder? Was geht da ab, Bruder? Ja. Ja, Gigi, ja, was geht ab, Cousin? Ah, Feature, ja, ich mach Part gerade fertig. Okay. Ey, was geht eigentlich mit Leon? Ah, ihr seid gerade Shisha rauchen. Aber ich bin hier gerade live auf Twitch. Walla! Mit Doppelapfel. Hör auf. Doppelapfelminze. Safi. Ich leg auf, bevor die das hier mitbekommen. Okay, weil ich bin gerade gemutet. Macht euer Live weiter, okay? Halt, zum Rein. Pass auf dich auf, Cousin. Das war ein Freund von mir. Okay, er ist noch nicht live. Wir gucken, wir warten. Komm! Yeah! Komm! Willst du mit mir einen Tee trinken? Sport! Und Leon. Aber man muss den Jigsaw das lassen, Bruder. Der ist alleine. Allein Leon ist mit Ding, 12 Leuten da. Prime-Subs kosten kein Geld. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr mich kostenfrei abonnieren. Es kostet euch keinen Cent. Jigsaw hat auch keine Freunde. Das würde ich jetzt nicht sagen. So, das ist jetzt einfach nur, um den so schlecht zu machen. Aber wenn man weiß, okay, da sind 10 Leute so, ich bin alleine, das ist schon ein Ding. Und ich geh in dein Fleisch, Alter. Yeah. Wollen wir nochmal gucken, ob Leon live ist? Aber ich denke, Leon ist nicht mehr live. Ich denke, das mit Leon hat sich erledigt, oder? Nee, das ist nur der letzte Livestream. Das haben wir schon geguckt. Das haben wir schon geguckt. Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Willkommen bei der Haben wir schon geguckt, Digga. Besser als Kino, gell? Ey, Bruder, wir sind so Ding, sensationsgeil, wallah. Ich will die kämpfen sehen, Bruder. Also, Kamera kurz wechseln. Wir sind hier auf Leons Instagram. Hey.
Gewonnen ohne zu boxen. Wow, was für ein unglaubliches Gefühl. Ich habe Gänsehaut. Ich war hier in deinem Land, aber schade, dass du nicht gekommen bist. Wie du gesagt hast, Gigi 2020, komm wo und wann du willst. Ich komm dahin. Kommst du her? Okay, krass. Krass. Gibt's hier was Neues? Was sagt ihr, Chat? Wer hat sich jetzt blamiert? Oder beziehungsweise, wer hat jetzt gewonnen? Jigsaw oder Leon? Ich kann mich nur wiederholen. Ich für meinen Teil, gell? Ich kann Jigsaw Todes verstehen, aber ich kann auch Leon Todes verstehen. So. Jigsaw denkt sich in dem Moment, alle Bruder, alle Bruder, so, der Leon kommt hierher, der will kämpfen, auf einmal, der will einfach, da Kamera, so, verstehst du? Und der Leon denkt sich, alle, der Jigsaw sagt zu mir doch, egal wann und egal wo, ich bin da, ich will kämpfen. Und jetzt kommt er nicht. Ich kann beide verstehen. Ich kann beide verstehen. Wallah, ich kann beide verstehen. Das ist so... Ich will einfach nur Fight sehen, Bruder. Also ich sehen will, so... Yeah, schau mal, yeah. Yeah, yeah. Yeah, komm, yeah. Yeah. So will ich sehen. Wer ist live? Gigi ist live, okay. Leute, wenn mein Live abgebrochen wird, weil dieser Bastard mich anruft. Irgendeiner anonym ruft mich an. Digga, der lässt mich nicht live gehen. Ja, das sind wir. I love your chat. Lass ab da, ich lieb dich auch. Wartet. Der lässt mich nicht live gehen. So, jetzt geht wieder. Auf jeden Fall, das ist kein Sport. Ich werde in dein Gehirn reingehen. Komm und guck, ob ich eine Falle stelle. Komm und guck, ob ich meine Machete ziehe. Komm und guck, ob ich in dein Gesicht steche. Komm und guck, ob ich eine Uzi habe. Komm und guck, ob hier Sniper sind. Mit Walkie-Talkies. Dicker. Wallah, es geht doch um deinen Stolz. Dann komm doch her. Tamam, du bist krass. Du bist Mike Tyson. Ihr seid MMA-Fighter. Richtig heftig. Wallah. Ihr seid richtig krass. Und ihr habt heftige Muskeln, Dicker. Komm doch mal jetzt. Dicker, lächerlich, Walla. Es geht um deinen Bruder, ich komm gleich. Jo, moin Leute. Ich will noch mal was klarstellen. Jeder Prime-Sub an dich. Wie gesehen habt, wird viel gelabert. Es wird sehr viel gelabert. Ewa, Hektik. Lasst einen Follow da. Normal. Also, kann sein, ich provoziere ein bisschen, ja. Also, ich meine, das gehört irgendwo auch dazu, so, ne? Wenn man boxen will. Kann passieren, dass der ein oder andere provoziert. Ich meine, er hat ja auch provoziert. Das Ding ist, ich will nur eins nochmal klarstellen. Weil ich gerade einen Anruf bekommen habe, dass angeblich werde ich unterdrückt die ganze Zeit angerufen. Ich bin kein Freund von, ich schwöre auf deine Mutter, ne? Ich bin wirklich kein Freund davon. Ich will auch nicht beleidigen. Bis jetzt habe ich ihn kein Mal beleidigt, wirklich. Das habt ihr alle mitbekommen. Ich schwöre auf meine Mutters Tod. Ich habe keinen fucking Anruf unterdrückt bekommen von irgendwelchen Leuten oder irgendjemanden. Keinen einzigen Anruf unterdrückt. Deswegen versucht hier nicht irgendwas zu verdrehen oder irgendwie Scheiße zu labern. Digi, du bist nicht gekommen. Fertig. Und mit dir gehe ich nicht live. Digi, du laberst zu viel. Du bist nur am Labern, am Rausreden, am Mucken, am Beleidigen oder sonst was. Aber wenn es hart auf hart kommt, kommst du nicht. Und das ist das fucking Problem. Wenn es hart auf hart kommt, kommst du nicht. Ich bin hier, ich habe dich bis jetzt kein Mal beleidigt, Digga. Du warst viel brutaler, viel gangstermäßiger unterwegs. Ich habe bis jetzt gar nichts gemacht. Wir sollen zusammen live gehen, ja. Von dir, komm. Digga, ich rufe ihn unterdrückt an, wir sind hier, Digga, dies, das. Digi, was willst du, eine Frage. Du hast gesagt, ich komme nicht aus Türkei raus. Was willst du machen, wenn ich aber doch aus Türkei rauskomme? Was willst du dann wieder sagen? Was willst du dann wieder sagen? Du hast doch gesagt, wenn du hier reinkommst, kommst du nicht mehr raus. Digi. Du erfindest immer wieder neue Ausreden. Bleib dir einfach selber treu, fertig. Hör auf, hier irgendwie irgendwas zu erfinden. Hör auf, hier irgendwelche Reimketten zu erfinden, weil du nur denkst, ich klatsche Leon Mascher, reimt auf oder irgendwas, er kriegt keine Luft. Hör auf damit, Digga. Bleib dir selber einfach treu. Bleib dir selber real, bleib dir selber treu. Ich selber auch viel Scheiß geworden, das gebe ich ja zu.
Digga, ist nichts los. Aber hör auf, Scheiße zu labern, was du jetzt hier öffentlich sagst. Ich rufe ihn die ganze Zeit, Digga, ich bin hier. Ich bin noch immer hier im Boxgym. Ich bin noch immer hier. Guck mal, das ist 20:38 Uhr. Yeah, yeah, das Thema ist durch für mich. Alle haben es mitbekommen. Yeah. Ich bin raus. Ich bin hier. Ich bin raus. Du hast gesagt, du kommst hierher. Ich habe alles gepostet. Das Thema ist durch. Das wissen alle. Und eins muss ich ehrlich nochmal fairerweise sagen, Digga. Kann sein, er bekommt jetzt Shitstorm. Ich will nur eins fairerweise sagen. Er hat mich richtig auf Übelste beleidigt, ne? Aber ich sag trotzdem, fairerweise, hört auf, zu ihm zu haten, weil ich selber wurde auch gehatet. Okay. Digga, ich krieg ganze Zeit einen Anruf, wenn ich live gehe. Die machen so TikTok-Musik an, am Telefon. Die machen bestimmt mit mir irgend so einen Prank-Scheiß. Weißt du? Die Leute, sag ich doch, der ruft mich an, irgendeine Nummer. Macht TikTok irgendwas an, diese Lack. Digga. Wieder und wieder und wieder. Guckt. Das ist für diesen Jungen nicht ernst. Das ist für diesen Jungen Lachkick am Nakoim. Ich sag dir nochmal, es gibt keinen Sport. Wallah, es gibt keinen Sport. Es gibt, mach dich ein schlechter. Wallah, tut mir leid, Leute. Es geht nicht. Der ruft. Der will mein Live stellen. Ich fick sein Leben. Wie kann man anonym unterdrücken, dass er mich nicht anruft? Ich bin auf nicht stören. Ich bin auf Ruf mich nicht an, Anrufe von niemandem zulassen. Warum geht das nicht? Hab ich doch. Jigsaw Clips hab ich gemacht. Der kommt trotzdem durch. Ich hab auf mich stören und Anrufe zulassen von niemand. Aber das geht irgendwie nicht. Schon wieder. Hast gesehen? Ich zeig euch das. Er ist wieder beendet. Wo? Das wurde doch alles abgemacht, alles geklärt. Die können einfach gut reden, deswegen lasst euch da nicht flachsen, lasst euch nicht voll labern. Das Thema ist durch, das Thema ist durch. Ich wünsche euch alles Gute, Leute. Gute Nacht. Und ja, Mann, wir sehen uns. Ich mache hier auf jeden Fall jetzt erstmal Urlaub in der Türkei. Müssen genießen. Peace out, Mann. Alter, Digga, ich hatte heute, Alter, das muss ich immer loswerden, Alter. Ich hatte richtig, heute Magenprobleme, Alter. Ich war auf Toilette. Bruder, hatte ich Magenprobleme. Gestern habe ich so einen richtig Baba Adana gegessen. Und mein Ding hat einfach gebrannt, Digga. Das hat hinten einfach richtig gebrannt. Ich schwör's euch. Und ich will nicht zu viel labern, aber Digga, auf Toilette heute, ich war schon dreimal auf Toilette, es ging mir nicht gut, Digga. Adana war auf jeden Fall ein bisschen brutal gewürzt. Brutal getrainiert. Leute, ich wünsche euch was. Das war mein Wort jetzt zum Sonntag. Wir sehen uns. Peace out. Hart. Walla hart. Ah, das ist so cringe, wie auf meine Mutter. Ja, ihr müsst mir helfen, Digga. Auf was sagen wir jetzt? Wir müssen ja ein Fazit treffen. Wer hat jetzt gewonnen und wer hat jetzt verloren, shit? Es ist hart, Walla, es ist hart. Walla, es ist hart. Es ist hart, Bruder. Ich wusste doch, dass nichts passiert. Ich wusste es. Ich wusste es. Kuse, yeah, yeah. Am Anfang ist es immer so, Bruder. Es ist immer so am Anfang. Dieses, willst du kämpfen? Yeah, yeah. Yeah, komm kämpfen, yeah. Ich bin da. Ich habe Angst wegen deren Corona-Richtlinien. Könnten wir eventuell 3 Meter Abstand halten? Es ist immer so, Bruder. Ah, boah. Irgendeiner hat ihn geschrieben, ich bin der und der. Ali, habt ihr einen wunderschönen guten Abend alle zusammen. Morgen, dass wir mal zeigen, ne? Die Halbstunde, was machen. Aber kein Problem. Ja, wegen aber. Ja, du bist. Guck doch außer dir. Ich bin auf Hier steht, Bruder, geh ran. War dich jur? Ein Spaß, hier ist Bernd. Aus der Schule. Hey, erkennst du mich nicht? Wollen wir ein Spiel spielen? Was ich gemacht hätte, ich sag dir ehrlich, weil ich mich selber einschätze so,
Ich wäre zu diesem Boxring gegangen. Ich wäre einfach hingegangen. Ja, hingegangen. Ich hätte ihm die Zähne eingehauen, Digga. Stimmt, der hat gerade die Nummer gekriegt, ja? Stimmt. Ja, Bruder, guck mal. Man muss auch gucken. Auch wenn ich Jigsaw mag, ja? Und Leon mag ich auch. Man muss halt gucken. Er hat ihn ja gedisst. Auf jeden Fall, Leute, tut mir einen Gefallen, spammt mal diese Nummer zu. Bestimmt ist das von irgendeinem. Das ist eine türkische Nummer, ihr müsst plus 90 machen. Diese Nummer stört mich die ganze Zeit. Man sagt mir, wollen wir ein Spiel spielen. Dicker, das ist kein YouTube. Ich will in dein Blut, ich will in dein Fleisch. Bitte komm einfach und red nicht. Sag deinen TikTok-Freunden, die sollen mir nicht auf den Sack gehen. Aber na, ich wechsle jetzt wegen euch meine Karte. Ich spiele solche Spiele. Ich spiel solche. Oh Mann. Ja. Weil er hat. Ich will in dein Fleisch. Das wird neue Meme. Vertraut mir. Ich sag's euch. Ich will in dein Fleisch. Ich will in dein Blut. Ich will in dein Blut. Was sagt ihr, Chat? Ich höre auf alles, ich bin ein bisschen überfordert. Ich bin nur am Essen, ich will nur diese Ding sehen. Guten Appetit, Dankeschön, Senna. Abstimmung war 51% für Leon. Oh mein Gott, wie knapp war das. Machen wir noch eine Abstimmung. Jetzt jeder abstimmen, jeder. Wer hat gewonnen? Ich denke, die werden sich eh nicht mehr sehen. So. Also jetzt könnt ihr abstimmen. Jetzt könnt ihr abstimmen. Wer hat gewonnen? Wer labert nur Scheiße und wer hat gewonnen? Nicht im Chat abstimmen, sondern in der Abstimmung. Und dann gucken wir. Ja doch, irgendeiner hat eigentlich schon gewonnen. Weißt du, was das Problem ist? Einer hat sich blamiert. Versteht ihr? Walla, ist es, jemand hat sich blamiert. 59% Jigsaw. So. Ja, kommt nichts. Ja, mal gucken. Weil es könnte ja auch theoretisch sein, dass wirklich noch was am Flughafen passiert. Und ich stell dir mal vor, am Flughafen jetzt, die hauen sich. Das wäre auch nicht gut. Wir sind hier auf Twitch. Natürlich, Schlägereien sind immer... Aber wenn es sportlich ausgetragen wird, dann ist es was anderes. So. Kollege Story hat keine Story bei mir. Bei mir hat er auch keine Story. Woher der Pulli? Lass einen Follow hier. Ich werde es bald bekannt geben. Also bei mir hat Kollege The Boss keine Story. Samariter hat sich eingemischt, das stimmt, ja. Samariter hat sich eingemischt. Das stimmt. Warum ist das so laut hier? Guck mal. Hier. Guck mal, ich bin in diesem Laden hier, ne? Ne, rechts neben mir. Wenn du in den anderen Laden daneben bist, komm raus jetzt. Komm raus jetzt, Junge. Ich hab Hunger, ich will Pizza essen gehen. Das ist sonst Kindergarten hier alles. Warrak, Junge, rede nicht so viel. Okay. Und noch 1000 Euro auf Leon, mittlerweile sogar 5000. Macht ja keiner mit. Bin mir ziemlich sicher, dass Jigsaw niemals in den Ring steigt, so wie er dagegen wehrt. Schlimm, wie wenn du kleine Kinder in kalten Becken springen siehst.
Ist wohl das krasseste, was jemals ein Rapper einem anderen Rapper angetan hat. Und wenn man sich disst, sagt man viele Sachen einfach nur so, um den anderen zu schaden. Auch sowas wie, ich f*** deine Mutter. Aber diesmal meint es der Rapper Jiggy ernst. Wortwörtlich, denn gestern Abend hat er die mega Ansage gemacht und meinte, er wird Beweise liefern gegen den anderen Rapper. Und das hat er vor wenigen Minuten auch getan. Er postet die Beweise bei Instagram. Zu hören ist, wie eine Frau im Hintergrund ganz laut, naja, ihr wisst schon. Außerdem hört man Jiggys Stimme. Ich kann das Video hier bei Rapcheck leider nicht einblenden. Einmal, weil es echt zu hart ist und zweitens, auch wenn der andere Rapper mich beleidigt hat, ich immer noch einen gewissen Respekt habe vor manchen Sachen. Und sowas über seine Mutter werde ich nicht posten. Ein anderes... Ich habe da was ganz Interessantes gesehen. Da versucht sich nämlich jemand richtig rauszulabern. Checkt das mal ab und klickt auf diesen... An der Stelle, Leon Mascher, viel Erfolg, gibt gleich alles. Falls es dazu kommen sollte, gib ihm... Ihr wisst, einen fairen Kampf an alle beiden. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Das Bad wird morgen nicht so gemacht. Das Bad mache ich so, wie ich will. Ob es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch ruhig. Nein, das heißt doch nicht. Guck mal, Jiggy, du hast mich blockiert. Aber ich bin mir sicher, dass du die Story irgendwie bekommst. Falls nicht, glaube ich, dass meine Samariter dafür sorgen werden. Steig ins Taxi, fahr hin und zeig, was du kannst. Sportlich und fair. Ja, Digga. Alle, Digga. Walla. Wisst ihr, was das Problem ist? Warum es zu so einem Streit kam? Wisst ihr, woran das liegt, Chat? Und ich kann euch nur appellieren, weil ich muss euch auch dazu sagen, wir haben uns jetzt amüsiert, unterhalten, aber jetzt zum Thema Gewalt. Ich weiß nicht, eins in den Chat, wenn euch schon mal Gewalt widerfahren ist. Jetzt Real Talk, ganz kurz. Habt ihr schon mal so Gewalt erlebt und so? Also... Ich sag euch eine Sache zu Gewalt. Gewalt entsteht immer so, wenn man bei mir keinen Sub da lässt. So viel Politik, Bruder. Angela Merkel emote in den Chat, Digga. Angela Merkel emote in den Chat, Digga. Alles nur Politik, Bruder. Alles nur Politik, Bruder. Das ist alles nur Politik, Bruder. Die machen alle nur Politik, Bruder. Warum kommen die nicht hier und lassen einfach einen Sub da, Bruder? Einfach nur Politik, Bruder. Machen da, kämpfen, mämpfen. Hier tut sich was? Albanskis. Ah, der Leon ist schon mit ein paar Albaner dahingegangen. Der ist doch Profiboxer, oder? Ist ja Senat. Ja, der ist Profiboxer. Ja, ja, ich kenn den. Der ist Profiboxer. Kennt ihr diesen? Ja, du bist Albaner. Schönen Tag noch. So, ja, dann wir reacten jetzt einfach. Wir waren hier gerade auf Hektiks. Okay, das sind meine letzten Stories, was diesen Mensch angeht, okay? Guck mal. Du sagst, wäre ich da hingekommen? Wäre ich da hingekommen und hätte gesagt, Straßenmaß, wären wir auf Toilette gegangen. Jenny, was soll ich mit dir auf Toilette?
willst, dass ich dich baller. Du sagst, wenn ich da, wenn wir auf Toilette gegangen, dann so Street Fight, ja, auf Toilette. Aber ich bin doch gestern da gewesen, wo du mich Standort geschickt hast. Ich war doch gestern da. Jane, deine Aussage hat doch keinen Sinn, oder? Jane, das hat doch keinen Sinn. Du bist nicht aus diesem Laden rausgegangen. Du hast dich versteckt wie ein kleines Kind in diesem Laden. Es ist einfach so. Digga, du hast dich live dabei aufgenommen. Du hast dich live dabei aufgenommen. Vor diesem Laden. Jane, das, was du sagst, hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Wir hätten uns so gefightet, sagst du, ja? Wäre ich da hingekommen? Ja? Warum schreibst du dann sowas? Guck mal. Oh moin, du hast mir schon dein Wort gegeben. Wenn ich kommen darf, sag ich, wann und wo ich will. Also verhandeln kannst du mit einem anderen YouTuber. Standort kriegst du morgen. Ring ist organisiert, alles gemietet, Ringrichter, alles. Denn uns morgen nur du gegen mich im Ring. Ist der Ort, wo ich war, für dich okay? Da, wo ich war, passt es dir dort vorm Center, vor Öffentlichkeit. Ich möchte keinen Ring, ich möchte Straße. Kein Sport, kein Fairness, Mann gegen Mann, ohne vor einem Center offiziell. Okay, krass. Aber hat der Leon wirklich zu ihm gesagt, komm hier, diese Restaurant, wir gehen auf Toilette zusammen. Wollt ihr den mit denen in Toilette, was soll der mit denen in Toilette machen? Zu viel Filme, gell? Ah, boah. Schau mal, die werden auf Toilette gehen. Stellt euch nur das Szenario vor. Ja, komm jetzt, komm, Alter. Komm, Alter. Komm. Ja, komm mit auf Toilette, Alter. Komm mit auf Toilette, Alter. Ja, okay, ich komm, Alter. Der eine geht so auf Knie runter. Ja, ich bin jetzt bereit. Was machst du da? Ja, was, nach was sieht's aus, Alter? Ich dachte, du bist auch von dieser Ufer. Nein, bin ich nicht.